Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal hier um den Umbau hier von so einem uralten Lüfter. Der sieht eigentlich so ziemlich hässlich aus und hat hier auch diese Schaltereinheit, wo man die Geschwindigkeit des Lüfters einstellen kann. Und normalerweise würde man ja sowas eigentlich eher wegschmeißen. Und ich dachte jetzt, okay, vielleicht kann man da noch irgendwas draus machen. Denn ja, dann kam mir letztendlich die Idee. Ich möchte eigentlich hier diese Schaltereinheit komplett rausnehmen und den Lüfter dann hier mit so einer Infrarot-Fernbedienung fernsteuern. Das heißt, der hat ja hier drei Stufen. Ich werde also hier von der Fernbedienung nur vier Tasten brauchen. Also Stufe 1, 2, 3 und dann hier aus. Und ja, das dachte ich, macht vielleicht Sinn, dass man den dann doch nicht wegschmeißt, sondern ein bisschen noch benutzt. Was ich auch machen wollte oder machen werde, ist, ich werde den ein bisschen optisch aufhellen. Das heißt, ich werde hier dieses Grau in Grau ein bisschen ändern, den also lackieren. Und dann hier, wo die Schaltereinheit ist, da werde ich hier so rotes Plexiglas einsetzen, wo dann nachher der Sensor natürlich drin steckt und auch eine Anzeige, auf welcher Stufe der gerade läuft. Und die Fernbedienung wollte ich dann eigentlich auch hier irgendwie mit unterbringen. Das heißt, ich werde hier irgendwie einen Schlitz fräsen oder sowas, dass man die nachher hier sozusagen reinlegen kann mit in den Lüfter, dass die da nicht verloren gehen kann. Um das zu realisieren, werde ich das Ding natürlich erstmal komplett auseinandernehmen, die Schalteinheit rausnehmen und die Verdrahtung mir mal anschauen von der Schalteinheit, kurzen Schaltplan davon zeichnen und dann mal mit Relais in dem Fall hier einfach mal gucken, ob ich den Lüftermotor sozusagen hier mit den Relais dann ansteuern kann. Und wenn das dann der Fall ist, dann kann ich natürlich dort einen Mikrocontroller einsetzen, der dann hier über die Fernbedienung dort ansteuerbar ist. Ja, das sind so die ersten Schritte, also auseinandernehmen und mal aufzeichnen, was da so ist. Und dann geht es gleich weiter. Hier sieht man nun die Teile nach dem Auseinanderschrauben, also hier diese Tastenkappen und dann hier die Schaltereinheit. Dann haben wir hier natürlich den Standfuß, hier ja, Unterfuß sozusagen, noch ein paar Schrauben, die da jetzt zu lösen waren. Hier ist der Anschluss vom Motor und den habe ich jetzt auch, bevor ich das jetzt komplett auseinander gemacht habe und genommen habe, mal kurz ja, aufgezeichnet, wie das so aussieht. Und zwar haben wir hier die Spannungsversorgung, 230 Volt, die da reinkommt. Dann haben wir hier zwei rote Anschlüsse. Der eine rote Anschluss geht direkt zum Motor, der andere geht dort hier an die Schaltereinheit und von der Schaltereinheit dort gehen eben hier diese vier Leitungen ab: Schwarz, Grau, Violett und Gelb. Das sind also dann diese hier. Und ich musste das sozusagen jetzt hier schon auseinandernehmen, weil sonst hätte ich den Schalter nicht durch den Fuß gezogen bekommen. Also insofern habe ich jetzt hier auch einen Plan. Und was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt hier diese Schalter ersetzen durch ein Relais oder durch Relais. Ich brauche ja immer zweimal ein, so dass ich dann dort mit den Relais erstmal den Lüfter schalten kann. Das heißt, ich werde erstmal so ein Relaisboard mir zusammenlöten, wo ich dann die einzelnen Relais meinetwegen mit 5 Volt ansteuere und dann schaue, ob damit dann auch der Lüfter dann zu bewegen ist. Man sieht jetzt hier das Relaisboard. Ich habe hier solche Billig-China-Relais gekauft. Die werde ich allerdings nicht einsetzen, weil die mir einfach zu klobig sind. Ich habe hier immer zwei, weil ich brauche zweimal ein als Funktion und die haben hier nur jeweils einmal um. Und deswegen habe ich hier pro ja, Geschwindigkeit sozusagen hier zwei Relais. Wie gesagt, die werde ich nicht nehmen, die sind mir einfach zu klobig und zu groß. Ich muss mal gucken, was ich dafür andere finde. Ich wollte es aber erstmal nur aufbauen und hier mal ausprobieren. Ich habe hier auf der rechten Seite mal meinen 5-Volt-Anschluss. Man hört jetzt auch gleich die Relais mal kurz klicken. Die 230 Volt oben weiter habe ich noch nicht angeschlossen. Also die Relais ziehen an und jetzt werde ich mal die Netzspannung einschalten. Hier links befindet sich ja der Lüfter und wenn ich jetzt hier mal rangehe, man sieht, er fängt an sich zu drehen. Erste Stufe. Zweite Stufe und auch die dritte Stufe. Das heißt, diese Relaiskonstruktion kann ich so verwenden.
Und jetzt werde ich mich mal um die Innereien kümmern. Das heißt also, wie kann ich jetzt hier eine Platine mir zurecht basteln, dass die dort in das Gehäuse vernünftig reinpasst und vor allem natürlich mit dem Sensor und der Anzeige. Man sieht jetzt hier den Standfuß von oben, also so ist der Ausschnitt gestaltet und ich habe hier mal so eine Lochrasterplatine vorbereitet, grob von der Positionierung her. Also ich habe hier die 7-Segment-Anzeige, die mir die Stufen anzeigt, dann hier den Infrarotempfänger und hier nochmal drei Leuchtdioden, die sollen mir auch nochmal die Stufen anzeigen, allerdings nach vorne, das heißt, die werde ich noch umbiegen. Und hier sind die Relais und zwar habe ich da welche jetzt rausgesucht von TE. Die fand ich insofern sehr gut. Die haben wirklich einmal ein und sind sehr schmal. Man sieht es auch ganz gut. Die sind hier wirklich perfekt dafür. Und wenn ich das jetzt hier drunter halte, dann müsste die Leiterplatte in etwa so reinkommen. Und wenn ich jetzt den Fuß mal umdrehe und die Leiterplatte da mal so reinhalte, ich muss allerdings die Relais mal kurz hier rausnehmen, dann wäre das so, dass die hier so reinkommt, sodass nachher die Relais hier im Turm sozusagen verschwinden. Ich will daher, weil es sehr gut passt, diese beiden Abstandshalter verwenden. Allerdings sind sie zu lang, das heißt, ich werde die hier abschneiden auf beiden Seiten. Dann werde ich dort die Leiterplatte montieren. Die liegt dann also hier genau hier auf diesem Steg auf. Und die kann auch ein bisschen länger sein, also dass die Relais genug Platz haben, dass aber die Leitungen natürlich genug Platz haben. Und so werde ich dann erstmal dort so eine Lochrasterplatine vorbereiten. Hier in dem Fall, weil das ja ein Einzelstück ist, lohnt sich das natürlich nicht, eine Leiterplatte irgendwie herstellen zu lassen. Das ist viel zu aufwendig und viel zu teuer. Deswegen werde ich es hier mit einer Lochrasterplatine einfach mal probieren. Hier sieht man jetzt, dass ich das schon mal soweit vorbereitet habe. Ich habe hier keine Hartpapier-Lochrasterplatine genommen, sondern so eine Epoxidharzplatine, weil die einfach stabiler ist. Und habe also hier das Display schon mal so raufgesteckt. Sensor. Da hinten sieht man jetzt die Relais, die ich verwende. Die sind also in dem Turm. Hier, das sieht man auch, wenn man hier mal reinguckt, dann sieht man die da. Ist also auch noch genug Platz für die Leitung. Ich drehe das jetzt mal hier nochmal um. Also hier ist die Platine und hier kommen ja die Leitungen durch vom Motor. Hier sind die Relais. Hier muss ich nochmal gucken, wie ich die am besten nachher die Leitung dort anschließe. Ich werde entweder Klemmen nehmen, also so eine Einrastklemme von Wago oder Schraubklemmen, wobei Schraubklemmen mir eigentlich hier in dem Fall nicht so gefallen. Muss ich erstmal schauen, wie ich das mache. Und es fehlt natürlich noch hier der Mikrocontroller, den kann ich ganz locker entweder unterm Display platzieren oder hier an der Seite irgendwo. Und das werde ich jetzt erstmal zurecht löten und dann schon mal ein erstes Programm entwerfen und einfach mal anschließend nochmal probieren, ob das alles soweit geht. Hier sieht man jetzt die Platine soweit erstmal zusammengelötet. Ich habe also hier einen Mikrocontroller ATtiny 84 in dem Fall. Der reicht also für diese Zwecke völlig aus. Den Sensor, die Anzeige, die Vorwiderstände für die Anzeige, dann hier die drei Leuchtdioden, die mir den Status anzeigen, 1, 2, 3 und zwar nach vorne. Natürlich hier die sechs Relais mit den drei Transistoren und den Freilaufdioden, mehr ist da also eigentlich nicht drauf. Eingespeist wird hier unten und hier oben gehen ja auch noch Leitungen weg. Im Moment ist es für den ISP-Anschluss, also für den Mikrocontroller. Die kommen aber am Ende ab und wenn ich jetzt hier die Fernbedienung mal nehme, dann kann ich jetzt also hier 1, 2 und 3 einstellen, beziehungsweise dann hier eben auch ausschalten, genau mit diesen vier Tasten. Als nächstes werde ich mal den Motor hier anschließen und gucken, ob das hier mit den Relais gut funktioniert. Hier sieht man jetzt auf der rechten Seite den Motor. Ich habe also wirklich alles komplett auseinandergenommen, also auch den Motor aus dem Gehäuse geschraubt. Hier ist die Leiterplatte, Fernbedienung ist da. Hinten, also hier oben, ist der 230 Volt Anschluss, den habe ich ein bisschen abgedeckt, aus Sicherheitsgründen natürlich. Und hier unten ist noch der ISP-Anschluss, wie gesagt, der kommt dann auch noch ab. Ja, und jetzt kann ich natürlich hier einschalten. Hoffe ich zumindest. Ja, genau, es geht jetzt. Also hier, Motor läuft. Zweite und auch die dritte Stufe und ausschalten.
Was ich jetzt noch in die Software mit reingebracht habe, ist ein Timer. Das heißt, mit der blauen Taste, da sieht man jetzt gleich auf dem Display ein T, kann ich also einstellen zum einen die Lüftergeschwindigkeit, zum Beispiel 2, und jetzt wie lange der Lüfter laufen soll, zum Beispiel mit 0, 1, 1 Minute, und dann kann ich hier nochmal mit der blauen Taste starten. Er ist jetzt also im Timer-Mode und der Lüfter läuft jetzt auf Stufe 1 und zwar 1 Minute lang. Ich kann also hier in dem Fall, ich mache mal hier wieder aus, ich kann in dem Fall hier bis 99 Minuten einstellen, sodass man den eben nicht dauerhaft laufen lassen muss. Als nächstes werde ich natürlich alle Kunststoffteile lackieren und dann den Lüfter wieder zusammenbauen. Ich muss allerdings hier noch an der Platine ein paar Änderungen vornehmen, einen Ausschnitt machen, weil es fehlt ja noch ein Netzteil für die Platine. Da habe ich auch schon ein kleines Schaltnetzteil da und das kommt dann damit rein. Und ja, jetzt geht es erstmal ans Lackieren der Teile. Die Teile sind hier nun lackiert. Ich habe hier verschiedene Farben genommen, damit es ein bisschen abwechslungsreich ist. Und jetzt kann ich im Prinzip wirklich anfangen, den Motor wieder einzubauen und den Lüfter komplett eben zusammenzubauen, inklusive der neuen Elektronik. Das schwierigste Teil ist hier meiner Meinung nach der Motor, der hier in das Gehäuse rein muss. Zum einen muss hier das Kabel durchgezogen werden, also es kommt hier durch und dann wird der Motor hier reingesetzt. Und das ist so ein bisschen fummelig. Also die Kabel müssen da erstmal rein, irgendwie. Also die muss ich irgendwie reinkriegen und dann haben wir hier noch das Metallteil. Und am Ende wird hier auch noch dieser Steg hier unten angebracht. Und zwar ist es die Funktion, dass der Lüfter sich auch hin und her bewegt. Also nicht nur der Motor dreht sich dann, sondern der Lüfter bewegt sich dann so hin und her. Und jetzt werde ich mal sehen, dass ich das hier erstmal in dieses, also den Motor hier in das Gehäuse reinbekomme wieder. Das Kabel ist jetzt hier so durchgezogen, wie man hier sieht. Und jetzt muss ich hier diesen Metallsteg reindrücken. Und der ist, klemmt so ein bisschen, der ist sehr fest drin. Da ist er. Und jetzt kann ich hier den Motor irgendwie wieder mit reinbringen. Huch, da ist die Kamera, also hier rein. Dabei muss ich das Kabel auch wieder weiter rausziehen. Ja, also das ist jetzt hier so ein bisschen fummelig, aber es geht. Der sitzt eigentlich schon so ganz gut drin. Schutzleiter muss dann noch angeschlossen werden. Der Metallsteg, der wird nochmal ein Stück weiter rausgezogen. Und hier unten kann ich dann diesen Kunststoffhebel hier unten anbringen. Also so sieht das schon mal ganz gut aus. Der Motor sitzt hier schon fast richtig drin und ich muss jetzt hier solche Metallbleche hier ranmachen, damit man den nachher oder damit der nachher am Gehäuse festgeschraubt wird. Und hier ist auch noch der Schutzleiter dran, das kommt so ran. Auf der anderen Seite kommt hier auch nochmal dieses Blech ran. Und dann ist der erstmal fest und dann kann ich hier auf der Rückseite, wie gesagt, das Ding hier auch anbringen. Am Ende kommt hier noch diese andere gelbe Kappe rauf, die ist nur raufgesteckt, aber dann ist schon mal bin ich einen Schritt weiter im Zusammenbau. Bevor ich jetzt hier diesen Motorblock, also im Gehäuse hier an den Standfuß schraube, werde ich auf jeden Fall die Elektronik einbauen hier in den Standfuß. Und bevor ich das mache, sieht man jetzt hier schon, ich habe hier vorbereitet Plexiglas, was dann natürlich hier reinkommt. Ich werde da mal ein bisschen reinzoomen nochmal ein Stück. Also hier kommt es ja rein. Es ist leider auch hier an den Seiten, sieht man vielleicht noch nicht ganz trocken. Und das kommt also hier dann so rein, die eine Seite und dann praktisch hier das andere Teil. Das wird dann sozusagen so übereinander dort reingeklebt. Das heißt, ich werde das einsetzen. Das ist eine kleine Presspassung sozusagen. Und dann werde ich mit ganz wenig Sekundenkleber das mal ein bisschen fixieren. Und im Anschluss daran kann ich dann wirklich die Elektronik dort von unten einschrauben. So, eingesetzt ist hier das Plexiglas, wie man sieht. Passt einigermaßen. Ist natürlich nicht hundertprozentig. Ist alles reine Handarbeit. Aber so ist okay. Und jetzt kann ich hier die Elektronik mal von unten so ansetzen und wo die reinkommt. Und dann sieht man das. Haut so ganz gut eigentlich hin. Ja, das heißt, ich werde jetzt die Elektronik einbauen, das Netzteil für die Elektronik und so weiter.
Ich habe jetzt hier die Elektronik eingebaut bzw. eingeschraubt. Ich drehe das jetzt mal hier um. Man sieht also jetzt hier die Lochrasterplatine. Ich halte es mal so rum. Und hier ist dieses Netzteil, was ich noch übrig hatte, ein 5 Volt 1,5 Ampere Netzteil. Das passt hier ganz gut rein. Es ist also reingedrückt. Es ist also weder festgeklebt womit noch irgendwie sonst wie fixiert, weil es einfach hier reingepresst werden kann. Der 230 Volt Anschluss kommt natürlich dann hier ran. Und die Einspeisung hier für die Elektronik an sich, also die 5 Volt, die gehen ja hier oben ab. Und die kommen dann eben hier an den blauen und roten. Also ich löte das dann direkt dort an. Ich habe mich jetzt auch entschieden, die Anschlüsse für den Motor irgendwie nicht steckbar zu machen, sondern auch direkt anzulöten. Dazu habe ich jetzt hier kleine Löcher gebohrt. Dort kommen also die Leitungen durch und werden dann direkt hier an den Pins von den Relais angelötet. Mit dem Loch habe ich sozusagen noch eine kleine Zugentlastung da. Und das sollte dann eigentlich ganz gut auch dann funktionieren und auch stabil sein. Man sieht jetzt hier die Verdrahtung soweit. Ich habe also hier unten den 230 Volt Anschluss. Da ist das Schaltnetzteil dran und vom Schaltnetzteil geht es hier rüber an die Elektronik, diese 5 Volt. Ich habe es also dort direkt angelötet. Und der Motor ist natürlich noch nicht dran, weil es auch das schwerste Teil. Könnte ich das nicht so locker bewegen hier. Und bevor ich jetzt den Motor anschließe, will ich nochmal einen kurzen Funktionstest machen. Dazu drehe ich das um und schalte mal ein. Das heißt, ich werde mal den Stecker in die Steckdose stecken und habe hier meine Fernbedienung und man sieht also, das funktioniert. Nicht, dass da irgendwie was locker oder sowas ist, also es scheint erstmal zu gehen. Und als nächstes muss ich natürlich hier oben im oberen Bereich dort den Motor wieder anschrauben und auch wieder anschließen und am Ende noch hier vorne, jetzt erstmal wieder rausziehen hier, hier vorne natürlich den Schlitz, den habe ich ja schon eingefräst hier. Den muss ich allerdings auf der Unterseite von dem Fuß auch noch ein bisschen fräsen, damit die Fernbedienung hier reingeht. Und dann ist eigentlich das Projekt auch soweit abgeschlossen. Wie man sieht, habe ich jetzt hier den Propeller auch auf die Motorachse gesteckt. Und jetzt kommt das ganze Zeug hier oben rein. Ich werde das mal hier ein bisschen nach vorne ziehen. Also hier kommt das hier so rein. So, der Kabel kommt natürlich innen durch und dann kann ich hier die Kabel unten dort anschließen und ich hoffe, dass das natürlich alles passt und sitzt und dann natürlich wieder richtig gut funktioniert. Man sieht jetzt hier die Verdrahtung, also hier erstmal 230 Volt, das habe ich erstmal nochmal so lose angeschlossen, das wird nachher da hinten durchgezogen. Dann hier der Kondensator für den Motor und dann eben hier die Anschlüsse, die ich hier durch die Löcher gezogen habe für den Motor. Ich zoome da mal rein. Hier an der Stelle für die einzelnen Geschwindigkeiten, sodass ich jetzt erstmal den Lüfter wieder hinstellen kann und zunächst erstmal ausprobiere, bevor ich das alles komplett zusammenschraube. So, fertig für den ersten Probelauf, bevor ich den komplett zusammenschraube. Also man sieht hier unten vielleicht vom Fuß, die Unterseite sozusagen fehlt noch. Und jetzt habe ich hier meine Fernbedienung natürlich und wenn ich jetzt hier auf 1, 2 oder 3 gehe, dann startet der Lüfter 2 und 3. Ist also sehr schön und auch wieder aus. Und auch der Timer funktioniert natürlich. Also das haut erstmal wieder ganz gut hin und jetzt kann ich im Prinzip mal die restlichen Sachen machen. Also das heißt hier nochmal auf der Unterseite nochmal ein bisschen aussparen, also von dem Unterteil, sodass ich dann nachher wirklich die Fernbedienung hier vorne so reinlegen kann. So, das Unterteil habe ich jetzt hier wieder rangeschraubt und auch die Aussparung hier gefräst, sodass hier die Fernbedienung Platz hat. Und ganz zum Schluss möchte ich nochmal auf die Hardware und auf die Software eingehen, die jetzt hier da drin steckt. Hier ist der Stromlaufplan nun zu sehen, den ich gezeichnet habe. Auf der linken Seite ist hier der AT-Tiny 84 mit seinen Ausgängen zur 7-Segment-Anzeige hier unten, zu den Relais hier drüben und auch zu dem Infrarotempfänger. Die Relais werden über diese Transistoren hier angesteuert. Und hier auf der rechten Seite haben wir dann die Anschlüsse für den Motor, also die Kontakte für den Motor.
Es werden hier auch immer zwei Relais natürlich angesteuert, weil man ja zwei Einschalter braucht. Dann habe ich ja auf der Platine noch Leuchtdioden drin. Es leuchtet ja für Stufe 1 eine Leuchtdiode, für Stufe 2 zwei Leuchtdioden und für Stufe 3 drei Leuchtdioden. Und mittels dieser Diodenlogik hier, das sind also 6 Dioden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, habe ich das also so gelöst, weil ich auch keinen anderen Port mehr übrig hatte. Und so war das eigentlich noch eine relativ einfache Sache. Und mehr gibt es ja eigentlich nicht zu sagen. Ist also alles unspektakulär. Und jetzt will ich mal ganz kurz auf das Programm eingehen. Das Programm basiert ja auf dem IAMP-Projekt, was ich ja in einem anderen Video bereits mal kurz vorgestellt hatte. Und ich habe also hier diese Main-Funktion so angepasst, wie es mir, wie ich es gerade brauche. Ich habe also zunächst einmal hier nochmal festgelegt, welche Ports verwendet werden. Also für die 7-Segment-Anzeige und für die Relais und für den Sensor. Dann kommen hier ein paar Variablen. Es kommen auch nochmal symbolische Konstanten zunächst. Einmal für die Anzeige, für die Relais und aber auch dann nachher für die Infrarot-Fernbedienung. Dann kommen zwei Arrays. Ich mache das eigentlich generell immer so, wenn ich sowas ansteuern muss, also bei 7-Segment-Anzeigen. Ich gehe nochmal jetzt kurz in die Hauptfunktion, in die Main, denn dort ist es so, es wird also sozusagen gewartet auf eine Eingabe seitens der Infrarot-Fernbedienung und zunächst wird eine Variable abgefragt, nämlich dieses ITIM. Und zwar ITIM habe ich das deshalb genannt, weil es eine fortlaufende Variable für einen Timer ist, beziehungsweise für die Timer-Funktionalität. Wenn die 0 ist, ist kein Timer gesetzt. Das heißt, ich kann hier mit meinen Anweisungen dann ganz normal die Geschwindigkeit 1, 2 oder 3 einstellen. Und wenn ich jedoch die Taste T, wenn ich diese blaue Taste drücke, dann wird sozusagen das T angezeigt und ich gehe hier in diesen Timer-Mode hier und er stellt mir dann aber dieses ITIM auf 1. Und in dem Moment, wo es auf 1 geht, kommt die nächste Abfrage. Wenn also ITIM auf 1 geht, dann will er von mir hier auch nochmal drei Angaben haben, nämlich die Stufen 1, 2 oder 3. Dann setzt er ITIM auf 2. Er geht also dann nochmal weiter und dann kann ich natürlich sagen, einmal die 10er-Stelle und dann einmal die 1er-Stelle. Man sieht auch hier, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine 1 eingebe, wird nachher hier dieses TIM, eine Variable später für den Timer, auf 10 gesetzt und nicht auf 1. Das ist also hier die 10er-Stelle sozusagen, die abgefragt wird. Dann wird wiederum TIM auf 3, ITIM auf 3 gesetzt. Das heißt, er geht wieder weiter und dann wird die 1er-Stelle gefragt. Und hier sieht man dann eben, dieses TIM-Variable wird dann eben TIM von davor plus 2, jetzt bei 2 zum Beispiel, ausgerechnet und er setzt ITIM auf 4. ITIM auf 4 bedeutet, er geht nochmal weiter und wird schauen, ob dieses Timer nochmal gedrückt wird, also die blaue Taste. Und dann setzt er wieder ITIM auf 0, sodass er sozusagen hier alle If-Statements sozusagen durchgeht, wenn ITIM auf 1 gestellt ist. Man kann es sicherlich einfacher machen, aber ich habe es erstmal sozusagen so runtergeschriebenes Programm, quick and dirty im Prinzip. Und oben wird hier im Timer in der Interrupt-Routine dann geguckt, wenn ITIM größer als 0 ist, also wenn ich diesen Timer gedrückt habe, dann geht er hier durch, er zählt also hoch sozusagen und um auf eine Minute zu kommen, ungefähr habe ich hier die 65 drin, das kommt in etwa hin, das ist eine Abweichung ungefähr von einer Sekunde pro Minute. Und mal TIM, also wenn ich jetzt hier 10 habe, da habe ich also 10 Minuten, da läuft er also so lange durch er setzt dann, wenn er durchgelaufen ist, hier den Port auf 0. Das heißt, er schaltet die Relais wieder aus, er schaltet auch die Anzeige aus und der setzt diesen TIM wiederum auf 0, sodass er dann sozusagen wieder von vorne beginnt. Das ist im Prinzip die Software, mehr ist es nicht. Und ich lade das auch wieder alles auf GitHub hoch, da kann man sich das dann nochmal angucken. Ja, das war es hier schon zu diesem Umbauprojekt. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.